Egal. Gehen wir wieder nach ihm. Ja, mal gehen wir nach ihm wieder. Wir müssen unbedingt Schläge trainieren, ey. Und Boden. Aber warum gehe ich denn nach ihm, ey, wenn ich Boden trainieren will? Aber egal. Egal. Werden wir jetzt erstmal ein bisschen Stand dann trainieren. Danach dann Boden. Wenn wir jetzt so beim nächsten Fight die ganze Zeit nur Boden machen. Mein Bodenspezialist. Mein Bodentrainer. Wir werden die Schade schon auswetzen. Keine Sorge. Okay, it's time to get to work. Fair enough. What's it gonna be then? Come on. So, Stand. Kien hat mir keine Probleme. Aber mache ich das trotzdem mal. So. Haben wir noch? So. Das. Nochmal das. So. Dann machen wir... Das hier nochmal. Wir haben noch 4 Wochen Zeit, was anderes zu machen. Was haben wir denn noch? Takedown-Verteidigung muss unbedingt gemacht werden. Nochmal, scheiß auf die C-Bewertung, ey. Der gesehen, ey. Ist da war. Noch die 2 Wochen mache ich Clinch, was haben wir da? Clinch-Kontrolle. Clinch-Kombo. Ja, mal gucken, was hat er am Boden? Boden-Kombos. Komm, machen wir das. That's it, let's get moving. Jetzt komm. Bring ihn ja voll. Bring ihn doch zum Fall, Mann. Jawohl. Listen, big fella, so. I can't complain when you do it like that. Great work, well done. Geht doch, ey. So. Don't wait too long to come back and see me, all right? Be lucky, sunshine. Dankeschön. Hey, buddy, it's me. Jared called me to tell me you've been doing good things. So keep up the good work. Mach ich. Dick Gomez, du wirst jetzt aufs Maul kriegen. Gesundheit habe ich zugelegt. Cool. Boden habe ich auch zugelegt, ja. Ja, komm. Ich bin, witzen wir die Scharte jetzt aus gegen Nick Gomez. Komm, Nick, jetzt gibt's aufs Maul. Habe ich Schnauze voll, ne? Aber ich glaube, vielleicht war Overeem wirklich noch eine Nummer zu stark. Ich hätte es vielleicht dann... Hätte ich noch mehr Ausdauer gehabt, als ich über einen war. Da war sein Kopf kurz bevor, dass ich ihn finishen hätte können. Ja. Hätte ich einen Kämpfer gehabt wie mit seinen Stärken, dann hätte ich den hundertprozentig schon fertig gemacht gehabt. Beziehungsweise wären wir gleich stark gewesen. Nein. Hello everyone, I'm Warren Fighting alongside the legend Frank Shamrock for what should be a memorable strike force fight. Aber egal jetzt. Komm. So, komm aufs Maul jetzt. Nix gibt's. So, fertig hier. So. So, 17-2. Alistair, wir kommen wieder.
Die normalen Pups haben keine Chance gegen uns, ey. Yay! Mal gucken, ob wir jetzt einen anderen kriegen, bevor wir in den Champion können. Einen bekannten Schwergewichtsfighter. Guck, der hatte keine Chance. Er hat losgelegt wie eine Feuerwehr, ey. Beziehungsweise wie die Feuerwehr, ja. Um einen Leberangriff wie Basuden ins Ziel zu bringen, musst du die Glieder seines Gegners anvisieren, okay. Leberangriff, ja. War ich selten. Wenn überhaupt. War ich ja eigentlich gar nicht. Einfach zum Kopf immer hauen und dann passt das schon irgendwann. Natürlich muss ich gegen Alistair andere Taktik an den Tag legen als nur gegen Kopf. Deswegen. Wir werden den schon irgendwie knacken. Ich verspreche es euch. Irgendwie. Ja, MMA ist auf jeden Fall, also dieses Spiel ist schwieriger als UFC an der Spirit 3. Hey, what's up, buddy? It's Boss Rudin. Man, it's so great to see you fight back after a loss. I love to see that kind of determination. That's what makes you a winner. Well, that and being a part of my gym, of course. Ja, das musstest du anfügen, wa? Wer ist der nächste Gegner? Mahmet Grant? Jawohl, Mahmet. Du bist der Nächste. Neuer Webartikel. Frag mal Herausforderungskampf, okay.